Hey, Osama bin Laden. Oh, der lebt wieder. Ja, wir sind fertig. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ihr merkt es vielleicht, ich bin aus dem Clan geschmissen worden, obwohl ich eigentlich nicht so viel zu tun hatte damit. Das ist einfach, ich habe gerade auch kurz noch mit einem kleinen, ja, Wissenden von psychiatrischen Problemen geredet, einem, ja, Psychologen, den ich einfach kenne als Kollege. Und ja, der Clan hat ein bisschen Probleme, weil sie narzisstisch gewesen sind im Existenzclan. Also ich möchte jetzt niemand anprangern oder ihnen irgendwie die Schuld geben, aber es ist wahrscheinlich ein Typ von Borderline-Syndrom, das sie gehabt haben. Und das fiel einfach auf, dass sie genau auf mich losgingen, weil ich ein YouTuber bin und deshalb bei mir irgendwie so ein bisschen die Fehler gesucht haben, weil ich einfach mich immer wieder ein bisschen gerne freue über das Spiel, weil ich jetzt auch ein bisschen höherlevelig bin als sonst jemals gewesen bin. Und dadurch auch mich ein bisschen gefreut habe, ein paar Drops und so Sachen. Das ist einfach so ein Anzeichen davon, dass sie ein bisschen neidisch auf mich sind, dass ich ihnen so ein bisschen arrogant rüberkomme, indem ich einfach meine tollen Sachen ein bisschen mitteile. Das merkt ihr vielleicht, das machen viele Let's Player. Das ist einfach so, man möchte ja auch ein bisschen für das, was man leistet wirklich viel als Let's Player oder Livestreamer manchmal, auch ein bisschen wertschätzen lässt. Aber dass es direkt damit beginnt, dass die mich beschuldigen, ich sei sexistisch, obwohl die mit mir das begonnen haben und ich es halt nur ein bisschen ausweiten ließ, als Gag, als Ironie und dann die Ironie nicht verstehen, fördert das schon. Also, ich sage jetzt einfach auch mal kurz noch genau, bevor wir dann ein anderes Thema wählen. Was denn genau das Problem war mit Narzissmus? Also irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss mir jetzt gar nicht so viel Mühe machen. Ich habe jetzt wieder gemerkt, ich bin im Clan, jetzt muss ich alles wieder leisten. Ich muss Warzone schlachten machen, die zwingen mich schon fast dazu. Dass ich einfach sage, ja, gut, ich mache mit, aber spiele gar nicht mal so gut. Ich muss es ja euch nicht zeigen, liebe Clanis. Aber ich habe einen sehr hohen Ping gehabt gestern Abend. Ich konnte keine Stunts einsetzen. Ich habe zwei Stunts. Aber wenn der Spieler, also der Feind, am falschen Fleck ist, weil das Spiel asynchron ist, dann kann ich nichts dafür, dass ich verliere. Ich habe halt verloren gegen einen Barbar Level 60 mit super Equip. Und das haben sie irgendwie nicht so verstanden. Ich bin dann an den Bind gegangen und habe den einen Clan-Chef hat ein bisschen gepikst mit einem Speer. Also er ist hingesetzt. Und dann ging er auf mich los mit sexistischen Bemerkungen. Ich habe gesagt, bitte mach nicht so kindisch und ja, hör jetzt auf mit dem Zeugs. Also auch, dass ich dann wieder in die Warzone muss und mithelfen muss, obwohl ich noch relativ low-levelig bin im Gegensatz zu den anderen. Und halt auch nicht so noch eine Chance habe als Baba, vor allem eben wegen diesem Bug, also asynchronen Zeugs. Und dann hat er einfach so ein bisschen Bemerkungen abgehalten, gemacht, die einfach zur Richtung Sarkasmus, Narzissmus genau gehen. Und ich war auch ein bisschen sarkastisch dagegen und dachte mir so, ja. Okay, ich nerv jetzt nicht mehr so viel. Dann sind sie gestern Abend dann nochmals zu mir gekommen, wollten mit mir privat reden und dann haben sie irgendwelche Dinge erzählt, die gar nicht stimmten. Sie haben mir einfach ganz vielen Bullshit auferlegt, haben gesagt, ich wäre so pervers und alles mal. Habe ich jetzt in diesen 40 Parts jemals irgendwelche sexistischen Bemerkungen gemacht? Außer ein bisschen gescherzt. Und ich würde irgendwie alles so richtig ernst nehmen oder so Sachen. Dabei mache ich das meiste auch ein bisschen ironisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Syrten mal ein bisschen nerve. Das ist ironisch gemeint. Das ist Ironie. Das haben sie auch nicht verstanden. Die haben
bei mir im Let's Play. Die haben das extra auch ganz gut geschaut, mein Let's Play. Ja, damit sie auf mich losgehen können. Dass sie dann, ja, einfach allgemein meine Schwächen aufzwingen. Ich weiß über meine Schwächen. Ich weiß, dass ich auch ein bisschen manchmal arrogant denke. Dass ich sage zum Beispiel, ja, das geht nicht. Oder, ja, es ist einfach so. Ich freue mich. Wenn ihr euch nicht freut über eure Drops oder über eure Leistungen, dann kann ich doch nichts dafür. Aber lasst mich doch ein bisschen freudig sein. Weil, eben, es ist für mich neu. Ihr habt vielleicht schon mehrere Jahre Erfahrung. Für euch ist es gar nicht mehr neu. Deshalb, lasst euch doch dann da nicht nerven über das. Und vor allem, sagt sie mir nicht arrogant. Ich bin das Gegenteil von arrogant. Ich bin eigentlich die ganze Zeit wirklich ein bodenständiger Zocker. Also, ich freue mich eigentlich über herzlich wenig. Das sind so Sachen, die einfach diesen narzisstischen Charakter haben, dieses Borderline-Syndrom. Und das ist heutzutage eines der schlimmsten psychischen Probleme, weil es einfach viel zu viel betrifft. Es ist noch häufiger als Depressionen oder schizophrene Menschen oder sonst irgendwas. Und genau, ja, das beschäftigt mich mir jetzt auch gerade auch ein bisschen. Also, dass ich einfach sage, ja, ich gehe in den Leben aus dem Weg und achte auf so Sachen und möchte natürlich jetzt auch gerade momentan nicht in einem anderen Clan sein und kann eventuell auch nicht so viele Videos bringen wie sonst. Ich bin jetzt hier auch random bei Ork anführt am Leveln wegen den Kleidung und den Goldtalern und weil sie auch relativ gut droppen, also haben wir das Abgrunds dann noch ein grünes Item, das ich leider nicht mehr dabei habe, weil es zu schwer war. Und ja, es ist... sonst eigentlich bin ich ja im Ork-Lager meistens. Oder ringsum. Aber da ist jetzt momentan Nuki am Farmen, den will ich natürlich auch nicht so unbedingt stören. Ich bin eben einer, der nicht gerne andere Leute stört. Hat eigentlich genau das Gegenteil bin von Existenz. Und dem Clan Existenz und deshalb gehöre ich da nicht rein. Ich wollte schon vorher rausgehen. Also, ich war ja einen Tag davor reingegangen, habe gemerkt, nee, das ist nichts für mich und wollte rausgehen. Und dann haben sie mich rausgerufen, ist ja auch gut. Aber mir da einfach irgendwelche Vorurteile oder sonst irgendwelche Sachen, die nicht stimmen, aufzuerlegen, das hat schon was Extremes von, Narzissmus und das ist eine psychische Krankheit, also Borderline. Man merkt nicht, wie man selber scheiße ist und geht anderen auf die Nerven. Wirklich auf den Nerv. Und ja, davon habe ich ja meistens auch nicht gerade so viele. Also für mich, es kümmert mich überhaupt nicht. Aber doch machen wir auch ein bisschen Gedanken über. Wieso müssen Menschen eigentlich so krank sein? Sorry, dass ich euch das hinterlege, aber ja, es ist gute Spieler. Mich freut es immer, dass viele Spieler einfach jetzt langsam auch die Leute in Ruhe lassen. Ich bin nur am Leben. Nein. Nein, der nicht. Ja, ja. Es ist wieder typisch. Ah, okay. Spieler... Also ich habe das Gefühl, das Spiel macht Leute narzisstisch. Weil solche Sachen wie jetzt, die gehen halt einfach relativ gar nicht. Also liebe Warzone-Spiele, lass doch einfach mal die Level ein bisschen in Ruhe. Ich weiß, es passiert mir herzlich wenig, aber trotzdem habe ich so irgendwie das Gefühl, ja, ich merke langsam, es wird weniger wieder, aber ja, es ist immer noch da richtig viel. Und genau wenn man es sagt, dann hat man es halt auch so. Ja, jetzt ist momentan auch wieder etwas bei den Eisen los. Ist halt Eises. Oder ein Drachenwunsch. Ich schaue gleich mal nach. Ja, ich mach's nachher. Ich glaube, Drachenwunsch wurde endlich jetzt gemacht. Die Igen sind heute sehr inaktiv gewesen und haben dann die
drei Edelsteine wieder verloren. Ah, okay. Ja, eben so spielinterne Sachen wie zum Beispiel Alcius ist das schwächste Reich und schafft nie oder so. Das ist für mich auch nicht so das Problem. Ich bin gerne in Alcius. Für mich ist es nicht schlimm, wenn... oh Gott, überall sind sie. Nur weil wir zwei Edelsteine haben, ist es ganz... Die sind überall, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das ist natürlich wieder klar. Ich bin reingegangen, seit 11 Minuten drin. Dass ich da eigentlich gar nicht auf dem neuesten Stand bin. Oh, also der Balken hier oben habe ich das eigentlich nicht so gemerkt. Ist ja klar, dass die jetzt vor dem Argus Ding sind, Trailburg fort. Aber für mich ist jetzt momentan Warzone sowieso nicht so möglich, tut mir leid. Aber ich habe so extreme Probleme mit dem Asynchronen, dass ich Leute gar nicht angreifen kann, weil der Speer einfach zu kurz ist, weil für mich ist der Spieler hier, aber für den Server ist der Spieler hier hinten oder so. Also dass es einfach extrem asynchron ist, dass viele Päckchen gar nicht auf dem Server ankommen von mir oder vom Server an zu mir kommen. Und ja, eben, ich habe ja vorher angesprochen, dass ich eventuell weniger Parts bringe jetzt wieder, auch weil es ein bisschen auch gewünscht wurde. Natürlich schon gern wegen dem Drop-Event ein bisschen mehr Parts gemacht habe, als eher für nötig halt. Und auch, dass es mich nicht so stört, weil ich natürlich keine Chance habe gegen andere Kämpfer, weil ich nicht mit Nahkampf ding. Und deshalb gehen wir mal kurz rüber. Habe ich gedacht, ich mache auch einen Schützen. Und werde da einfach relativ wenig, aber stetig in Hochleveln. Außer mir stinkt es als Schütze zu spielen langsam, also könnte schon sein, dass es nicht so meins ist. Und dann mache ich einfach den Ritter weiter. Und den Hexenmeister und so mache ich nicht. Das ist er. Ich habe ja einfach wegen den Stats den Lamai genommen. Und ja, ist natürlich noch nicht groß, weil ich erst gestern Abend ein bisschen angefangen habe. Ich kann gerne, wenn ihr es wollt, ihr dürft es gerne abstimmen in den Kommentaren, denen ein bisschen zeigen. Oder einfach den Barbar, wie er nicht so viel machen kann. Oder halt auch, ja, weiß ich nicht, etwas anders zeigen. Ich will einfach wieder ein bisschen euch informieren, weil ihr momentan nicht mehr so viel macht, dass ich interaktiv bin. Ihr dürft wünschen, was ich genau mache. Wieso sind die immer verpackt, die Säbelzahntiger? Dass ich da einfach auch messen möchte, wie bin ich, was mache ich. Und nicht einfach, ja, alle denken lasse, ja, ich sei jetzt zum Beispiel arrogant oder sonst irgendwas. Für mich ist es nicht wichtig, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe es auch ein bisschen nötig gehabt, wieder ein bisschen arroganter zu denken. Weil, hey, sonst kommst du nicht rüber. Ich bin öffentlich, ich mache Let's Plays und ich werde angegriffen. Und wenn man sich wehrt, wird man auch ein bisschen arrogant. Einfach nur, dass es wisst vom Clan Existenz. Ihr seid eigentlich schuld, dass ich so arrogant bin. Und ich habe das Gefühl gehabt, ihr seid viel arroganter gewesen. Und ja. Das haben wir ja auch gesehen. Also bitte geht am besten zum Psychiater und lasst euch diesen Narzissmus rausbringen. Weil es ist natürlich schon nicht gerade gut, wenn man auf Leute losgeht, die gar nichts dafür können. Ja, es ist... Menschen merken meistens nicht, wie sie halt schlecht machen, schlecht andere fühlen, auf die Nerven gehen oder sonst irgendwas. Ja, und ja. Vielleicht geht es mir aber auch deshalb wieder ein bisschen besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich manchmal ein bisschen geplagt werde, werde ich einfach umso stärker. Es ist... Ich bin einfach so einer. Wenn ein Mensch nett zu mir ist, dann bin ich auch nett zu ihm. Wenn ein Mensch böse zu mir ist, dann bin ich auch böse zu ihm. Dass ich einfach so Sachen wie zum Beispiel Narzissmus gar nicht annehme. Eher reflektiere. Aber ich will ja nicht narzisstisch sein. Also ich habe jetzt nie denen gesagt, dass sie auch irgendwelche Probleme hätten
oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt einfach als Information von einem Psychiater das jetzt mal gesagt, in einem Part. Und im nächsten Part werde ich natürlich wieder aufhören zu Sachen, weil es ja eigentlich nicht ins Let's Play gehört. Aber dass das jetzt mal angesprochen wurde und so, boah, die droppen mir echt gut. Ich weiß noch vom, von der Hexenmeisterin, genau, dass ich hier recht lange gelevelt habe, damit ich ein bisschen bessere Items habe. Ja, die droppen echt mega gut. So Low-Bob-Monsters droppen besser, so High-End-Mobs, die mega stark sind und so. Tja. Die muss ich überhaupt killen, aber die kleinen, die droppen besser. Okay, merke ich mir. Ja. Die Jungen, okay. Ich finde, die Mobs haben hier irgendwie so einen Bug, dass sie immer wieder in eine Richtung laufen und dann wieder zurückkehren oder so. Obwohl eigentlich das ja bei allen anderen Monstern nicht der Fall ist, dass sie irgendwie die Richtung ändern, ohne dass sie angegriffen werden. Oder im Angriff auch ein bisschen die Richtung ändern. Tja. Ja, jetzt zum Beispiel. Für was? Der muss doch mich angreifen. So, jetzt haben wir es. Gut. Ja, das Spiel ist halt wirklich von Level 1 bis Level 40 eigentlich sehr gut. Dann geht ja eben von Level 40 so ein bisschen die Langeweile los. Bis Level 52 und dann bis Level 60 ist es wieder sehr gut, bis es Level 60 wieder ein bisschen langweiliger wird. Also ja, einfach die Warzone dann halt einfach im Fokus steht und ja, eben mit diesem Ping und diesen Problemen ist es natürlich meistens auch nicht so motivierend. Also ich weiß nicht, weil ich habe so das Gefühl, da ich ja auch so wenig handle, so wenig die Items auch kaufe oder verkaufe, dass ich einfach auch nicht so jemals gut werde sein. Außer mir helfen ein paar Leute, aber die meisten Leute haben so das Gefühl, ja, sie müssen mir jetzt wirklich gar nichts ausleihen. Nicht mal ausleihen. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich bin wirklich vertrauenswürdig und könnte das schon vielleicht ein bisschen gebrauchen für das Let's Play. Nur für das Let's Play will ich ja damit nicht angeben oder so. Also ich gebe ja wirklich sehr wenig an, außer dass ich einfach erfreue über bestimmte Drops oder sonst irgendwas. Das macht jeder. Schaut euch mal einen Let's Player von Wolken momentan, also Wolzen, aber Wolken geschrieben, und ein paar von Excel an. Die freuen sich gigantisch über jeden Drop, obwohl der mega schlecht ist. Also es ist wirklich nichts Schlimmes, Leute, Regnum-Spieler. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einfach manchmal ein bisschen zu vertieft im Spiel sehe und dass euch alles auf die Nerven geht, wenn jemand sich irgendwie ein bisschen freut oder sonst irgendwas. Ich mache es ja auch so wenig wie möglich. Aber ich muss mir manchmal ein paar Items zeigen, weil ja, es droppt ja so wenig, oder? Also, ich schau mal kurz. Ja, das Video kann eigentlich noch ein bisschen länger gehen. Aber wir haben jetzt gerade nicht so viel zu tun. Aha, da das Skelett und dann die Goblins besiegen, genau. Ja, und ich als Let's Player habe es auch schwierig. Ich rede ja nebenbei, ich muss mich mega konzentrieren, was ich überhaupt rede, wie ich rede, und deshalb habe ich manchmal auch ein bisschen so eine Art Abwesenheit vom Gehirn auf das Spiel. Sterbe ab und zu einfach unnötig oder sonst irgendwas. Bin dann in Extremsituationen, wenn mir jemand angreift, dann hat auch nicht gerade so gut im Wehren. Aber Leute, ihr müsst mich nicht schauen, damit ihr seht, wie gut ich spiele. Sondern ihr müsst mich schauen, damit ihr Unterhaltung habt, dass ihr jetzt nicht immer auch selber zocken müsst. Das ist einfach, das Let's Play ist dafür da, einfach auch zur Unterhaltung und nicht zum irgendwas unter Beweis zu stellen. Ich möchte überhaupt niemanden irgendwas aufzwingen, etwas zu sehen, zu bemerken, ah, der Drago Basel, der ist ja sowas von talentiert. Nee, ich kann selber von mir sagen, ich bin nicht talentiert, weil ich eben halt auch Let's Play und das unter Kommentar rede.
ein bisschen auch konzentrieren muss, was ich jetzt rede. Was ich jetzt sage, zum Beispiel, ah, der Barbar, der ist um einiges besser als ich. Ich habe keine Chance, er ist Level 60, hat top equip, sonstige Sachen. Solche Sachen. Da muss ich auch immer ein bisschen überlegen. Und das tut auch die Konzentration natürlich schwächen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt manchmal, das ist sehr selten bei mir, aber einfach manchmal ein bisschen weniger gut spiele. Also ich bin eher glücklicher, dass ich jetzt langsam auch ein bisschen mich reinfinde und ein bisschen besser spielen kann. Trotzdem, dass ich die Konzentration aufs Reden mache, schiebe und so. Ja, das ist es. Heutzutage sind die Leute so fokussiert auf irgendwas, was sie sehen, zum Beispiel, dass ich jetzt gerade schlecht spiele, dass sie gar nicht merken, wieso ich jetzt zum Beispiel schlecht rede. Das ist einfach so mega auffällig. Das ist zum Beispiel in der Taverne, im Discord-Chat, also im Discord von Regnum, die Leute auf mich losgehen, weil ich irgendwie ein bisschen schlechter spiele. Wieso müssen die auf mich losgehen? Da hat jemand geschrieben, ja, es ist doch kein Problem, gegen den Level 60er zu gewinnen. Ja, dann beweise es, mach es selber. Dann werden wir es sehen. Aber ein Level 60er ohne Equip, also nur mit weißem Equip, kann zum Beispiel gewinnen gegen den Level 53er, wo ich damals gewesen bin. Mit, ja, bisschen grünem Equip. Gelbem Equip. Grünes habe ich ja auch nicht gehabt. Also, ja. Ist so. Und das zeigt auch schon wieder dieses Borderline-Syndrom. Ja, man muss noch natürlich auf andere losgehen. Vor allem auf Let's Player, da kann man am besten drauf losgehen. Für mich ist es nicht schlimm, aber für euch ist es wahrscheinlich schon schlimm. Weil, ja okay, ihr merkt es ja. Ihr habt ja diese Borderline, also diese Linien, die einem blockiert, dass man selber nicht weiß, was man eigentlich anrichtet. Was man eigentlich hat. Und ja. Also, ein Mensch ist schizophren und hat Borderline. Der merkt ja nicht, dass er schizophren ist, aber alle anderen merken es, weil er zum Beispiel Angst hat vor Geister. Der merkt das einfach nicht. Und deshalb, ja, ist das natürlich schon ein bisschen. Da braucht ihr einfach Hilfe. Wenn ihr so etwas seid oder jemand kennt, diskutiert über die, redet es an. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt wieder Dislikes bekommen in diesem Part, aber ich habe es jetzt auch angeredet, ob ihr vielleicht merkt. Aber ich sage nicht, dass ihr Borderline habt. Das hat jetzt mein psychiatrischer veranlagter Kumpel gesagt. Also, dass er einfach diese Erkenntnisse hat. Und das habe ich gestern gar nicht verstanden noch. Und habe es dann auch gar nicht angesprochen, weil sie mich auch ignoriert haben irgendwie. Und ich sie ignoriert habe. Aber ja. Also wenn es jetzt jemand betrifft, tut mir es leid. Aber ich habe es jetzt einfach gesagt. Und im nächsten, also in den nächsten Parts werde ich das natürlich wieder in Ruhe lassen. Nicht weiter darauf eingehen. Für mich ist es okay und für die anderen ist es wahrscheinlich auch okay. Und deshalb, ja. Also. Weil ich jetzt gerade nichts mehr zu tun habe. Da ist es. Denke ich, mache ich den Part zu Ende. Das war jetzt einfach ein Was ist jetzt gerade los Part gewesen. Und im nächsten Part wird wieder mehr über das Spiel geredet. Das ist sonst irgendwas. Skelette drin, oder? Ja. Ja. Ja, das Spiel gibt einfach viel zu wenig Informationen, was man jetzt gerade machen muss. Man muss immer nachschauen und nachlesen. Dann einfach auch, ja, man hat die HP-Leiste gar nicht im Blickwinkel. Man hat andere Spiele auch nicht im Blickwinkel. Wenn jetzt zum Beispiel viele Spieler ringsum sind, dann merkt man gar nicht, welche ist, von welchem Reich. Ist der gefährlich, ist er nicht gefährlich? Und ich denke, da haben viele dann einfach die Probleme, dass sie dann alles ein bisschen narzisstische Denken. Und ich weiß es nicht, ob ich jetzt so einfach auch weiterdenken kann. Weil ich habe das Gefühl, ich werde auch narzisstisch.
So. ja, das ist einfach so, ist das aus. Es ist, vor allem auch das Game, das ein Sucky, also Ding macht, narzisstisch. Und, von mir aus eben möchte ich eigentlich niemandem auf den Geist gehen, der, ja, damit ein Problem hat oder sonst irgendwas. Für mich ist es abgeschlossen, es ist so passiert, aber es ist nicht so nachtragend. Fehler passieren jedem. Aber am besten einfach mal auf sich schauen. Okay? Also an alle Clannies von Existenz oder von Brazes, das war ja auch so ein ähnliches Problem damals. Ich bin nun mal einer, der auch ein bisschen weiß, was er macht, was er denkt und so. Dass ich, ja, eigentlich mit den Problemen auch umgehen kann, die ich habe. Dass ich sozusagen, ja, wie auch mich verändern kann. Aber ey, ich werde auch nicht wie die anderen. Ich möchte auch nicht wie die anderen sein. Es ist nur, man kann nicht perfekt sein. Ja, nochmal gestört worden. Also eben, wenn ich irgendwelche nicht gerade so gute Sachen, Eigenschaften habe, dann stört euch doch nicht. Also, ich kann mich nur halt auch ein bisschen dagegen wehren, aber ich sage jetzt nicht euch jetzt dringend, ja, das ist nicht so oder das ist Ding, also, mich kümmert es jetzt nicht, ich möchte ja auch nicht perfekt sein, aber die Leute haben irgendwie dieses Gefühl, der Drago, der muss perfekt sein. Die erzwingen mir das. Schaut euch doch selbst mal an. Ihr seid vielleicht auch nicht perfekt. Also, wie soll ich dazu sagen? Also, wieso sollte man perfekt sein, wenn andere auch nicht perfekt sind? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen wollen einfach zu viel. Es ist einfach so. Also, wer es sich angesprochen hat, gefühlt hat, er darf mich gerne disliken, darf aber gerne in die Kommentare schreiben, nein, das akzeptiere ich nicht. Egal, es ist meine Meinung, ich darf meine Meinung öffentlich aussagen. Wenn ihr damit Probleme habt, werdet ihr nicht narzisstisch auf mich und habt einfach weiterhin Spaß und so richtige menschliche Bedürfnisse haben im Regnum auch nicht so Platz. Weil hier ist man einfach im Krieg. Man ist ein bisschen neidisch, man ist ein bisschen nervös und auch ein bisschen narzisstisch. Aber ja, es ist schon extrem halt jetzt gestern gewesen. Also diesen extremen Narzissmus ist natürlich schon nicht so gut. Ah, nicht wirklich. Und jetzt bin ich fertig mit diesem ersten Dorf. Also ziemlich petto ich mir noch nicht. Brauche ich noch nicht. Und ja, ich werde einfach leveln und leveln und leveln. Und eben, ich spiele so viel Regnung, weil ich einfach zwischendurch auch neben dem Sport ein bisschen Ruhe brauche, ein bisschen eine Beschäftigung brauche. Und nicht irgendwie, ja, zu viel Zeit investieren will in Regnum und irgendwas anderes nicht erreichen. Ich bin ja dran, etwas zu erreichen anders. Also, ja. Ich habe immer noch genug Zeit am Tag, andere Dinge zu machen, als Regnum zu spielen. Nur ich bin jetzt auch wieder ein bisschen gefreut und möchte mehr Regnum spielen. Okay. So, das wär's. Und ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weniger fleißig am Spielen. Merkt ihr vielleicht, dass ich eher jetzt einfach ein bisschen auf euch konzentriert bin, auf das, was ich jetzt auch rede, weil ich habe ja nichts Falsches erzählt. Und
Dass es Meinungsverschiedenheit gibt, das werde ich natürlich auch akzeptieren. Aber einfach bitte nicht jetzt auf mich böse sein, auf mich losgehen oder sonst irgendwas. Zum Glück habe ich recht gute Unterstützer. Also, mittlerweile weiß ich auch ein bisschen mehr über die Unterstützer. Und für jeden, der mich auch unterstützen kann, ein herzliches Dankeschön. Und macht weiter so, ihr seid wirklich sehr toll, ich genieße es. Und für die Haters, ja, geht in die Psychiatrie. Nein, Schatz. Einfach diese Ironie nicht so ernst nehmen. Ja. Nee. Es ist für mich keine Krankheit. Narzissmus und Borderline ist eigentlich für mich nicht so das, was andere denken über die Krankheit. Es ist einfach eine Eigenschaft, die man hat. Man möchte ja auch irgendwie ein bisschen besser dastehen und so weiter. Aber dass man halt einfach irgendwie es in Grenzen halten muss. Nicht so extrem ausarten muss. Was muss ich tun? Hä? Ich kenne die Quest gar nicht mehr so. Auf das Boot gehen, das Boot sieht so ähnlich aus. Ah, Brennholz, stimmt. Oh. Naja. Seht ihr, ich bin so wenig low-level. Ich weiß nicht mal mehr, was ich mache. Machen muss, weil ich das ja jetzt nebenbei auch nicht nachschauen will, also lesen will. Und solche Sachen. Bin halt jetzt heute auch gerade ein bisschen faul, weil ich zu viel trainiert habe heute. Schon jetzt heute Morgen schon sehr viel trainiert habe. Ja. Ach ja, also ich beende den Part, der ist jetzt eigentlich schon wieder zu lange. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben. Seid nicht so ehrgeizig. Schaut auf euch und genießt einfach auch das Leben. Auch mit Coronavirus und ja, doofen Mitspielen. Das ist so. Einfach das Leben genießen, liebe Leute. Tschüss.